Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu diesen Tagesthemen. Protest gegen Russland. Greenpeace-Aktivisten fordern Freilassung. Trauer um Flüchtlinge. Lampedusa nach dem Unglück. Finale auf der Wiesn. Das größte Volksfest der Welt geht zu Ende. Die Arctic 30, die arktischen 30, werden sie inzwischen genannt. Und gemeint sind jene 30 Greenpeace-Aktivisten, die im russischen Murmansk in Untersuchungshaft sitzen. Sie sind angeklagt wegen bandenmäßiger Piraterie, wie die russischen Behörden das nennen. Nach einer Protestaktion an einer russischen Ölplattform in der arktischen Barentssee hatte der russische Grenzschutz das Schiff Arctic Sunrise aufgebracht und sie festgenommen. Wie hier vor dem Brandenburger Tor in Berlin demonstrierte Greenpeace in vielen Städten Deutschlands für die Freilassung ihrer inhaftierten Aktivisten. Ähnliche Solidaritätskundgebungen gab es weltweit in 30 Ländern. Die russischen Behörden zeigten sich heute übrigens komplett unbeeindruckt von diesen Protesten. Olaf Bock aus Moskau. Schleppen für die Freiheit. Die Ökologin Jewgenia Belakova baut ihr Protestzelt für Greenpeace auf. Ganz in Kremlnähe und ganz allein. Denn wenn mehrere Protestierende einfach zusammenstehen, dann ist es schon eine ungenehmigte Demonstration in Russland. Wir glauben, dass die Anschuldigungen des Gerichts völlig ungerechtfertigt sind. Diese Aktion war friedlich und gewaltlos und die Aktivisten wollten nur auf ökologische Probleme der Ölförderung hinweisen. Das soll ihr Verbrechen sein. Vor etwa zwei Wochen versuchten die Greenpeace-Aktivisten, eine russische Ölplattform in der Barentssee zu erklimmen. Damit wollten sie gegen die wirtschaftliche Nutzung der Arktis protestieren. Russische Sicherheitskräfte nahmen sie mit vorgehaltener Waffe fest. Inzwischen sind alle Aktivisten in Murmansk angeklagt wegen bandenmäßiger Piraterie. Darauf stehen bis zu 15 Jahre Haft, selbst für diejenigen, die bei der Aktion selbst nicht dabei waren. Ich kann Ihnen keine Details nennen. Ich weiß auch nicht genau, was an der Ölplattform passierte. Aber ich bin sicher, dass es nichts Ungesetzliches war. Nachmittags ist Jewgenia mit ihrem Zelt zum Gorki-Park gekommen. Dort wollen die Aktivisten eine genehmigte Mahnwache für die Inhaftierten abhalten. Sie haben die Fotos ihrer Mitstreiter dabei, auch das des Journalisten Andrei Alachwerdow. Seine Frau hat ihn gerade im Gefängnis in Murmansk besucht. Die Gefangenen sind voneinander isoliert, erzählt sie. Einmal durfte ich meinen Mann durch ein Glasfenster sprechen mit einem Telefon. Er wollte mich beruhigen. Wie absurd. Nie hätte ich gedacht, dass ich mich mal darüber freuen würde, meinen Mann wenigstens kurz im Gefängnis sehen zu dürfen. Präsident Putin sagte, dass er die Aktion nicht für Piraterie halte. Aber die Justiz sei ja unabhängig, heißt es aus dem Kreml. Und die Arktis ist für die Russen ein wichtiger Wirtschaftsraum. Dort vermuten sie große Öl- und Gasvorkommen. Die Arktis unter internationale Aufsicht zu stellen, das sei eine idiotische Idee, meint Putin. Unser Teil der Arktis gehört zur Russischen Föderation. Unwiderruflich. Und das wird auch für immer so bleiben. Die Greenpeace-Anhänger wollen weiter protestieren, bis ihre Aktivisten für den Schutz der Arktis wieder frei sind. Inzwischen haben sich die Niederlande in den Streit eingeschaltet, da das Greenpeace-Schiff unter holländischer Flagge fährt. Das Aufbringen des Schiffes sei illegal gewesen, weil es sich in internationalen Gewässern aufgehalten habe. Die Niederlande drohen nun, den Internationalen Seegerichtshof anzurufen. Nach dem Bootsunglück mit weit über 100 Toten vor der Insel Lampedusa diskutieren Europas Politiker über die Flüchtlingsgesetze der Gemeinschaft. Müssen wir künftig unsere Grenzen mehr öffnen? Oder ist der Vorwurf völlig falsch? Das reiche Europa schotte sich ab, damit das Elend der armen Menschen draußen bleibe. Einig sind sich alle, das nächste Boot aus Afrika wird kommen und die nächste Katastrophe soll verhindert werden. Wenn das allerdings die Fischer auf Lampedusa hören, werden sie wütend. Denn ihre Hilfe war laut italienischem Gesetz mindestens so illegal wie die Flüchtlinge auf europäischem Boden. Hilde Stadler. Sie haben die Katastrophe überlebt. Jiamai und Awad schwammen stundenlang im Meer, bevor sie gerettet werden konnten. Aber mein Bruder ist gestorben, sagt Jiamai. Er ist wohl jetzt da oben. Der 18-jährige Awad hat drei Freunde verloren.
Sie alle kamen aus Eritrea, wollten weg aus ihrer zerstörten Heimat und ein neues, besseres Leben in Europa beginnen. Heute Morgen gedachten Fischer von Lampedusa mit Blumenkränzen der ertrunkenen Flüchtlinge. In der Unglücksnacht hatten die Fischer Dutzende hilflos im Meer Treibende gerettet. Nach solchen Hilfsaktionen wurden Fischer schon zu Geldstrafen verurteilt oder man konfiszierte ihr Boot. Begründung, sie würden illegale Einwanderung begünstigen. Ich bin im Recht, sollen sie mir doch das Boot konfiszieren, weil ich Schiffbrüchigen auf See geholfen habe. Nehmt doch mein Boot weg, klagt mich an. Wir werden ja sehen, wie es ausgeht. Alle Überlebenden der Schiffskatastrophe wurden im Auffanglager der Insel untergebracht. Mehr als 1000 Menschen sind nun im Camp, doch Platz gibt es nur für ein Drittel. Heute besuchte Italiens Parlamentspräsidentin Laura Boldrini das Lager. Sie war 14 Jahre Sprecherin des UN-Hochkommissariats für Flüchtlingsfragen. Boldrini forderte die Solidarität aller europäischen Länder in der Flüchtlingspolitik, kritisierte aber auch das italienische Einwanderungsgesetz. Die Fischer und die Besatzung von kommerziellen Schiffen haben Angst, dass sie gegen das Gesetz verstoßen, wenn sie auf See jemanden zu Hilfe kommen. Das muss man jetzt klarstellen, denn wenn es hier ein Verbrechen gibt, dann heißt das unterlassene Hilfeleistung. Im Hangar des Inselflughafens stehen 111 Särge. Am Abend konnten sich Jermai und Abad und die anderen Geretteten von ihren toten Angehörigen und Freunden verabschieden. Mehr als 200 Menschen werden noch immer vermisst. In Berlin lassen Union und SPD einen Tag nach ihrem ersten Sondierungsgespräch Kompromissbereitschaft in strittigen Fragen erkennen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Thorsten Schröder. SPD-Chef Gabriel sagte im ZDF, die von seiner Partei geforderten Steuererhöhungen seien kein Selbstzweck. Bundeskanzlerin Merkel sprach sich in ihrer wöchentlichen Videobotschaft für mehr Investitionen in Bildung und Forschung aus. Auch die Sozialdemokraten wollen für diese Bereiche mehr Geld ausgeben. Gestern waren Vertreter von CDU, CSU und SPD zu einem ersten Gespräch über eine mögliche große Koalition zusammengekommen. Der Haushaltsstreit zwischen Demokraten und Republikanern belastet immer mehr die Außenpolitik der USA. Wegen der Auseinandersetzung im Kongress muss Washington die nächste Verhandlungsrunde über eine Freihandelszone mit der EU absagen. Auch die Sanktionen gegen Syrien und den Iran könnten beeinträchtigt werden. Präsident Obama warf der Tea Party, die den konservativen Flügel der Republikaner bildet, vor, sie würde die Mehrheit der Partei an der Zustimmung zum Haushalt hindern. In Tunesien haben sich die von Islamisten geführte Regierungspartei Ennahda und die Opposition darauf geeinigt, eine Übergangsregierung zu bilden. Vertreter beider Seiten unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung. Demnach sollen ein unabhängiger Ministerpräsident ernannt und ein Expertenkabinett gebildet werden. Ihre Hauptaufgabe wird es sein, Neuwahlen vorzubereiten. Tunesien befindet sich in einer Krise, nachdem ein tödlicher Anschlag auf einen Oppositionspolitiker Proteste in der Bevölkerung ausgelöst hatte. Bei einer Serie von Anschlägen sind im Irak laut Polizei mindestens 66 Menschen ums Leben gekommen. Bei einem Selbstmordattentat auf schiitische Pilger in Bagdad wurden allein mindestens 42 Menschen getötet. In der Stadt Balad riss ein Angreifer 13 Iraker mit in den Tod. Nach Angaben der Vereinten Nationen kamen im September mehr als 900 Menschen bei Anschlägen ums Leben. Bei einem NATO-Luftangriff im Osten Afghanistans sind nach Angaben lokaler Behörden 5 Zivilisten getötet worden. Die Opfer wurden in der Stadt Jalalabad beigesetzt. Ein Polizeisprecher erklärte, 3 von ihnen seien Schulkinder gewesen. Die NATO spricht dagegen von 5 feindlichen Kämpfern und kündigte an, den Vorfall zu untersuchen. Opfer unter Zivilisten führen immer wieder zu Spannungen zwischen dem Militärbündnis und den Afghanen. In Bayern ist alles geordnet. Eigentlich. Aber es stimmt schon, die Landschaft sieht oft wirklich so aus wie ihre eigene Postkarte und Arbeit gibt's da auch genug. Dann aber kommt der Oktober.
Und mit diesem Oktober kommt so eine Art kollektiver Ausnahmezustand. Und diesem Zustand haben sich in diesem Jahr in München rund 6 Millionen Menschen hingegeben. Denn auch von Texas bis Tokio wirkt das Oktoberfest wie ein Magnet. Wer noch nie dort war, der wird es aus der Ferne als eine Art Sonderzustand des Bewusstseins ansehen. Und wer schon mal dort war, auch. Morgen geht die Wiesn zu Ende. Zeit für eine bayerisch akzentuierte Bilanz. Rudolf Gilk. Das 180. Münchner Oktoberfest liegt in den letzten Zügen. Regenschirme, soweit das Auge reicht. Die Menschen aus aller Herren Länder drängen in die Zelte, die schon am Vormittag wegen Überfüllung geschlossen sind. Zwischendurch geht immer wieder mal die Tür auf, dann heißt es Beeilung, schnell, schnell, schon wieder zu. Drin tobt der Bär, 7000 stehen auf den Bänken, feiern Party. Schwenken die Maßkrüge und grün, das wird das Lieblingslied, das Prosit der Gemütlichkeit, wegschluckt, schon wieder 500 Liter. Die Krüge sind heuer das Problem, zigtausende gehen zu Bruch und enden vorzeitig im Abfallcontainer. Die Maßkrüge sind heuer zu hart, das heißt, wenn die Leute oft zusammenstehen schon, oder beim Eichinger, brechen oft so Schlitten ab und das ist schlecht. Neben der großen Wiesn gab es heuer wieder eine kleine, die sogenannte alte Wiesn. Sozusagen ein Separé für die Münchner, die Bayern, die es gerne ein bisschen gemütlicher angehen, wenn sie feiern. Man merkt einfach, dass sie auch den Zeitgeist trifft, dass das ist, was die Münchner, was die Einheimischen, was die Bayern einfach wollen. Sie wollen ein bisschen weniger, schneller, höher, weiter haben, sie wollen es gemütlicher haben. Insgesamt eine entspannte Wiesn, meint die Festleitung. Natürlich hat es jede Menge Bierleichen gegeben, aber bei weitem nicht so viele wie in den letzten Jahren. Einen neuen Besucherrekord gibt's nicht. 6 Millionen dürften es aber schon sein, die schätzungsweise mal wieder über 400 Millionen Euro verjubelt haben. Morgen ist für heuer letztmals Gelegenheit, es ordentlich krachen zu lassen beim größten Volksfest der Welt. Und wir kommen zum Sport. Und da gilt für den FC Bayern München natürlich, bitte ein Sieg. Das klappte heute im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen aber nicht ganz. Und damit war natürlich die Chance für Borussia Dortmund groß, sich an der Tabellenspitze abzusetzen. Katja Wunderlich. Die Mannschaft von Jürgen Klopp musste gegen Borussia Mönchengladbach den Tabellensiebten ran. Vor dem Anpfiff sprach vieles für Dortmund. Schließlich hatte der BVB noch kein Spiel verloren. Auch auf dem Platz dominierten die Schwarz-Gelben die Partie. Allein in der ersten Halbzeit schoss Dortmund 17 Mal aufs Tor, Gladbach dagegen nur einmal. Es war eigentlich also nur eine Frage der Zeit, bis der Vizemeister in Führung geht. Doch dann kam alles, wie so oft, ganz anders. Fußballparadox. Jürgen Klopp mochte fast nicht mehr hinsehen. Zu groß war die Überlegenheit, zu klein der Ertrag für die Borussia aus Dortmund nach insgesamt 27:6 Torschüssen. Die erste Halbzeit war eine Gegenpressing-Lehrveranstaltung. Also der Gladbach, diese richtig gute Fußballmannschaft, hat ja, ich weiß nicht, wie viele Fehlpässe die erste Halbzeit unter Druck gespielt haben. Fußball, ein Spiel, zwei Hälften. Die 80. Minute, Mats Hummels fault Havard Nordweit. Klare Sache, Elfmeter und Rot für Hummels. Autsch, Borussia, Dortmund. Max Kruse trifft zum 1:0 und freut sich nunmehr auf die Nationalmannschaft. Dorthin fährt er als einziger nominierter Stürmer. Natürlich macht es mich sehr, sehr stolz, dass ich nominiert wurde und dass ich wieder dabei sein darf. Ist für mich im Moment ein Traum, der in Erfüllung geht und auch den ich im Moment lebe. Und ich hoffe, so geht's weiter. Max Kruse in der 86. Minute auf Arango und der zu Raphael und der zum 2:0. Fußballparadox in Gladbach. Die eine Borussia braucht nur 5 Minuten gegen die andere Borussia, um ein Spiel total auf den Kopf zu stellen. Ausgerechnet gegen Wolfsburg, den ungeliebten Nachbarn, hat Aufsteiger Braunschweig die ersten 3 Punkte in dieser Saison geholt. Und damit auch den ersten Sieg seit dem 1. Juni 1985 in der Bundesliga gefeiert. Es war der krönende Abschluss einer hochemotionalen Woche, in deren Mittelpunkt Braunschweigs Trainer Lieberknecht gestanden hatte. Thorsten Lieberknecht und die Welle der Erleichterung. Nach den letzten Niederlagen war der Trainer ins Grübeln gekommen über das Braunschweiger Bundesliga-Projekt, hatte dies auch öffentlich geäußert. Deswegen habe ich natürlich sehr große Unterstützung erfahren, aber die Mannschaft vor allen Dingen hat sehr große Unterstützung erfahren. Und wir haben es Gott sei Dank in 3 Punkte umnützen können.
Der erste Braunschweiger Bundesligasieg seit 28 Jahren gelang, weil Wolfsburg den Gästen das Toreschießen leicht machte. Bellarabi 0:1 im ausverkauften Stadion, wo auch viele Braunschweiger ihr Team unterstützten. In der zweiten Hälfte ging es weiter mit großen Schritten in Richtung Überraschungssieg. 0:2 durch Domi Kumbela. Der Torjäger hat es mit Braunschweig von der dritten bis in die erste Liga geschafft und lässt es sich heute nicht nehmen, dem reicheren Nachbarn aus Wolfsburg auch mit Worten noch einen mitzugeben. Wir wollen heute zeigen, dass wir mit Leidenschaft und viel Arbeit, viel Engagement und auch Herzblut auch gegen so einen Verein bestehen können. Ein Traumtag für Thorsten Lieberknecht und seine Mannschaft. Egal wie die Saison endet, dieses Spiel wird unvergessen bleiben. Die weiteren Ergebnisse. Schalke besiegt Augsburg 4:1, Stuttgart-Bremen 1:1, Mainz-Hoffenheim 2:2. Im Spitzenspiel trennten sich Leverkusen und München 1:1. Ebenfalls unentschieden spielten gestern Hannover und Berlin 1:1. Morgen empfängt Nürnberg den HSV und Freiburg hat Frankfurt zu Gast. Unser Blick auf die Tabelle. München auf Platz 1, dahinter punktgleich Dortmund und Leverkusen. Mönchengladbach nun Vierter, es folgen Hannover und Berlin. Und damit zur zweiten Tabellenhälfte. Auf Platz 10 weiter Hoffenheim, dahinter Mainz, Augsburg und Wolfsburg. Braunschweig jetzt Vorletzter, Freiburg rutscht ans Tabellenende. Klarer Punktsieg in Moskau am Abend für Wladimir Klitschko gegen den Russen Alexander Povetkin. Der Ukrainer bleibt damit dreifacher Weltmeister im Schwergewicht. 119:104 nach Punkten endete der Boxkampf, über den im Vorfeld so viel gesprochen worden war. Vom bedeutsamsten Schwergewichtskampf der vergangenen 10 Jahre war die Rede. Sebastian Vettel fährt bei der Qualifikation zum Großen Preis von Südkorea die schnellste Zeit. Dem Formel-1-Titelverteidiger gelingt zu Beginn des letzten entscheidenden Abschnittes der Zeitenjagd eine perfekte Runde. Kein anderer kann Vettels Vorgabe in der Folge unterbieten. Am nähersten heran schafft es letztendlich Lewis Hamilton. Auf Startplatz 3 steht Romain Grosjean. Für Sebastian Vettel ist es die 6. Pole-Position in dieser Saison. Die 6. Pole-Position für Vettel und 6 richtige für Sie vielleicht. Hier die Lottozahlen. 3, 9, 12, 35, 44, 48 und die Superzahl die 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Ja, jetzt fehlt uns nur noch das Wetter bzw. der Blick auf dasselbe von morgen. Und natürlich die einfache Frage an Sven Plöger: Sonntag ist Sonnentag. Bleibst dabei. Thomas Roth, manchmal sind Fragen so einfach und Antworten so schwer, weil die Frage ist immer, wird der Hochnebel aufgelöst, ja oder nein? Im Nordwesten wird das ein bisschen der Fall sein. Und zwar kommt, und das sieht man hier schön, ein neues Hoch. Das ist das Azorenhoch, will mit einem Ableger zu uns. Aber hier diese alternden Fronten, die sind noch unterwegs und die brachten ja heute den starken Regen. Wir schauen mal auf den Radarfilm. Da sieht man es hier von Bayern rauf bis Mecklenburg-Vorpommern, dreht sich jetzt hier zurück wieder mehr in Richtung Rheinland-Pfalz. Im Nordosten lässt der Regen allmählich nach und die Regenmengen in den letzten 24 Stunden, wir haben es mal aufsummiert, wirklich ordentlich. Koblenz 50 Liter oder hier Rottenburg am Neckar sogar 63 Liter auf jeden Quadratmeter. Das ist ordentlich Nässe-Nachschub. Und jetzt schalten wir um in die Zukunft. Das ist unsere Wettervorschau. Das ist der Verlauf der Nacht. Dieser Regen kommt weiter in Richtung Baden-Württemberg voran, franzt dann so ein bisschen aus. Und man sieht hier, morgen Nachmittag zum Abend hin wird es von Westen dann auch mit dem Gewölk, also die graue Farbe lässt nach, mit dem Gewölk ein bisschen besser und dann kommt die Sonne zumindest zeitweise raus. Gucken wir zunächst in diese Nacht hinein. Das ist eben im Südwesten die regnerische Geschichte. Sonst gibt es verbreitet Nebel mit ziemlich geringen Sichtweiten. Und gerade wenn man mit dem Auto jetzt noch in der Nacht unterwegs ist, so ein bisschen die Mittelgebirge rauf, dann reicht es schon, um von unten quasi in die Wolkendecke reinzufahren. Denn die Wolken hängen ganz schön tief. Temperaturen morgen früh ganz im Osten hier in der Niederlausitz 4, sonst 7 bis 12 Grad. Der morgige Vormittag eine trübe, graue Geschichte für viele. Im Nordseeumfeld, im Ostseeumfeld vielleicht schon ein paar Wolkenlücken, die am Nachmittag von Westen dann etwas zahlreicher werden. Der Regen lässt mehr und mehr nach. Für die meisten in Deutschland ist es allerdings ein ziemlich grauer Sonntag. Die Temperaturen dann 12 bis 16 Grad, mit Sonne auch mal 17 oder 18. Und der Wind, der ist eher schwach, kommt oft aus Nordwest. Ganz im
im Norden aus Südwest mit Stärke 3 bis 4. Die Aussichten für den Montag, der Hochnebel im Süden ist zäh, sonst kommt die Sonne zeitweilig raus. Kampf Hochnebel-Sonne gibt es auch am Dienstag, wenn die Sonne da ist, 18 bis 20 Grad. Ja, in den nächsten Tagen also eher wieder ruhiges Herbstwetter, Thomas. Sven, vielen Dank. Also ich nehme jetzt erstmal den Dienstag statt den Sonntag. Das sah irgendwie besser aus. Danke, Sven. Also, und hier folgt das Wort zum Sonntag. Die Kollegen der Tagesschau melden sich das nächste Mal um 9:25 Uhr. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch die Nacht.